Hallo Ritter des Steins und willkommen mal wieder zu einer etwas anderen Folge. Und zwar, manche werden sich vielleicht gewundert haben, dass ich zu dem vorletzten Video gar nichts kommentiert habe. Normalerweise kommentiere ich ja alle eure Kommentare. Es kamen jetzt aber so viele Kommentare, auch so unterschiedliche Kommentare zu der Mauerart oder wie ich auch die Mauer halt bauen möchte. Ich bin jetzt einfach mal vorgegangen. Ich möchte jetzt heute mit euch im ersten Schritt mal eure Kommentare gemeinsam durchgehen, zu jedem ein bisschen was sagen, und auch wie ich es dann vielleicht umsetze oder was ich dazu denke. Und im zweiten Schritt werden wir natürlich dann auch nochmal real bauen, und quasi zu versuchen umzusetzen, was ihr mir denn rückgemeldet habt. Also, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, dass zum Beispiel ja Theresa als erste geschrieben hat, dass ihr das natürlich auch gefällt. Und viel Sitzfleiß und Durchhaltevermögen, das werde ich in jedem Fall brauchen, weil ich habe ja in der Zwischenzeit auch schon weitergebaut an der Mauer und es dauert echt ewig. Es dauert wahnsinnig lang, so eine Mauer abzubauen aus diesen vielen Kleinteilen, gerade weil ich die ja auch am PC ja vorgebaut habe. Das heißt, ich versuche die ja auch wieder nachzubauen. Wenn ich die jetzt komplett frei bauen würde, würde es wahrscheinlich schneller gehen. Ich weiß aber nicht, ob das dann auch wirklich so gut aussehen würde, weil am PC kann man natürlich schon sehr vieles einfach hin und her schieben. Genau. Dann hat Wolf geschrieben, dass ja manchmal weniger mehr ist. Zu viele Rundplatten. Ja, das hatte mich damals ja auch schon gestört. Und zu viel Textur kann natürlich auch schlecht sein. Muss ja so eine Balance finden zwischen zu viel und zu wenig. Das stimmt in jedem Fall. Aber das werden wir dann auch später dann nochmal sehen. Dann hat Böser Onkel geschrieben. Mehr Dark Ray. Nein. Also ich habe mich bewusst entschieden, weniger Dark Ray aufzunehmen. Zum einen, weil ich halt eben mehr mit diesem Tan arbeiten möchte. Ich jetzt auch nicht wollte, dass die Burg zu dunkel aussieht. Gerade weil man ja auch noch berücksichtigen muss, dass später halt auch noch ein Fels drunter kommt und der wird ja hauptsächlich Dark Bluish Gray sein. Also auch in Realität ist der Fels dort relativ dunkel und ich habe eh so viele von der alten Burg, hoffe ich, dass ich die irgendwann wieder habe und dann auch diese Steine wiederverwenden kann. Die Aussparung, also dieses, was ich in der alten Mauer hatte, weiß ich noch nicht, ob ich das wirklich verwenden möchte oder kann, weil es das halt einfach nicht in der realen Burg gibt. Aber das wird sich vielleicht immer mal noch wieder ergeben, dass man natürlich auch ein bisschen was modifizieren kann. Was ich allerdings nicht machen möchte, ist, wie es hier auch gemerkt wurde, ist mit Mauerstein zu arbeiten. Das habe ich ja bei der letzten gemacht. Klar, es wurde immer mal wieder was ein bisschen ausgebessert und sowas. Das stimmt schon. Aber ich finde, irgendwie passt es nicht so. Weil der Rest der Mauer ist halt so kleinteilig gebaut. Dann kommt da halt so ein großer Mauerstein rein. Irgendwie harmonisiert es nicht, zumal das Muster dann auch wieder unterbrochen ist. Also ich bin da, ich glaube nicht, dass ich das machen werde. Genau, Höhe, ja, das passt alles soweit. Ja, Wehrgänge, das wird wahrscheinlich auch bald mal noch kommen, was wir dann zu den Wehrgängen machen, wie das aussehen könnte. Dadurch wird die Mauer ja dann auch nochmal ein bisschen höher werden. Genau, dann nächster Kommentar von Stapelchips. Okay. Man darf nicht vergessen, die Mauer, als sie gebaut wurden, noch sie verwittert waren. Das stimmt natürlich auch, aber ich habe mich jetzt ja auch nicht genau festgelegt, wann denn die Burg sein soll, ob es jetzt kurz nach Fertigstellung ist oder ob auch schon mal 100 Jahre vergangen sind. Natürlich sieht es heute alles ein bisschen verwitterter aus und ich habe doch hier irgendwo doch auch nochmal das Foto, wie es ja heute aussieht. Das sieht immer ja noch vergleichsweise glatt aus. Also das steht nicht so wahnsinnig viel hervor eigentlich. Also von daher stimmt das natürlich schon. Und natürlich haben sie früher vielleicht auch eine gleichmäßigere Farbgebung. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also gehen wir doch nochmal zurück. Also wenn ich mir die Steine anschaue, da ist doch schon sehr viel an Farben eigentlich drin. Es sieht schon recht bunt aus. Also sehr viele Schattierungen. Und das würde ich jetzt nicht nur auf Verwitterung zu schreiben, sondern wahrscheinlich einfach auf das, was man da halt an Steinen vorher zur Verfügung hatte. Ich habe auch gelesen, dass sie vieles einfach von dem Felsen dort einfach, den sie abgetragen haben, wiederverwendet haben. So, dann auch würde noch sagen, wenn es weniger interessant aus, weniger Tannfarben und die 1x1 komplett raus. Ja. Ich wollte ja weniger 1x1 Roundplates machen, aber das sehen wir dann auch nochmal bei dem neuen Entwurf und weniger Tann. Ich finde gerade, das Tann bringt irgendwie halt nochmal so eine gewisse Abwechslung rein.
Also mir gefällt das Tan eigentlich recht gut, auch wenn es natürlich im Original ja eher dieses Sandsteinfarben ist. Aber ich glaube, da würde ich jetzt doch schon dran festhalten wollen. Altersbedingt verfärbte Light Blue Gray Teile. Kommt drauf an, wie sie verfärbt sind. Wenn sie gelblich werden, sieht es natürlich nicht so schön aus. Wenn sie einfach nur einen anderen Farbton bekommen, kann man das durchaus machen. Ich hatte mir das sogar mal vorgenommen, dass sobald es mal ein bisschen wieder draußen sonniger wird, dass ich da einfach mal einen Test mache und einfach auch mal ein paar vergilben lasse oder einfach halt ja, bisschen in der Sonne brutzeln lassen, um zu gucken, ob das halt was werden kann. Andernfalls werde ich vielleicht auch mal noch gucken, aber da kommt gleich nachher nochmal ein Kommentar zu uns, dann sage ich da später nochmal was. Dann hat der liebe Holstenbricks natürlich wie immer geantwortet. 60% Hauptfarbe, das wäre ja bei mir dann im Prinzip Light Bluish Gray. 30% Nebenfarbe, ja, da würde ich wahrscheinlich sogar fast auf Dark Tan ja tendieren. 10% Akt Fan Farbe, das wäre dann vielleicht Dark Bluish Gray, da habe ich wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Habe das jetzt nicht ausgerechnet, wie viele Noppen ich da in jeweils Farbe genommen habe, aber ja. 60% Blades, einmal 1, einmal 2, 30% abgerundete Blades, einmal 1 und 10% Ingots. Ich glaube, damit komme ich nicht unbedingt hin. Ich glaube, das sind bei den abgerundeten doch deutlich mehr. Aber auch hierzu dann später mehr. Nougat-Teile würden auch gefallen, eventuell nicht zu viele. In dem neuen Entwurf wird es dann auch so sein, dass ich Dark Orange rauslasse. Ich aber ein bisschen Medium Nougat einbaue. Also so fast kann ich jetzt schon mal sagen. Das werde ich in jedem Fall reinbringen. So, dann hat die liebe Rabenfrau auch noch geschrieben. Also sie sagt ja auch, ruhig mehr Farbe, aber nicht zu viel Farbe. Also Dark Orange rauslassen, Medium Nougat verwenden. Genau das werde ich ja auch bei dem Versuch machen. Genauso werde ich halt auch die Bricks nehmen, also die 2/3 Bricks nehmen. Im Legoland gab es die allerdings nur in Medium Nougat. Das heißt, ich werde sie auch mal nur in der Farbe einverbauen. Und die sind ja auch recht teuer. Deswegen. Aber die habe ich jetzt im Medium Nougat und die werde ich da in jedem Fall auch mal einbauen. Auf die Ingots verzichten? Ich glaube nicht. Die Ingots finde ich nämlich eigentlich sehr schön, weil die doch eine richtige tiefe Struktur in die Mauer reinbringen. Ich habe das gekannt eigentlich mit, dass man da Tiles verwendet. Das habe ich schon mal gesehen, da kriegt man nur so einen kleinen Unterschied rein. Aber mit Ingots, finde ich, wirkt das nochmal viel besser. Ich würde dann eher doch wirklich drauf gehen, weniger Blades, Round Blades halt zu verwenden. Und ich muss auch sagen, so wie ich es bisher gebaut habe, stabil war das Ding trotzdem am Ende. Also das war dann doch gar nicht so ein Problem oder wie ich so am Anfang auch befürchtet hatte. Dann schreibt Frank W. Höhe passt. Die Mauer sollte nicht zu verwittert aussehen. Etwas Nougat könnte man wohl reinmachen. Auch nicht zu unruhig, ja, auch wieder. Also die gleiche Kommentar, was ich jetzt vorhin auch schon angesprochen habe. Dann MBD sein, finde ich Dark Orange gar nicht so schlecht. Wie wäre es mit Sandblau stattdessen? Da sage ich ganz klar, nee. Sandblau möchte ich nicht reinmachen. Irgendwie passt es für mich nicht in das Farbschema, auch der originalen Burg. Das ist doch eher alles mehr so in die rötliche Farbe. Da würde ich jetzt nicht mit Blau kommen. Aber der Hauptgrund ist einfach, mir sieht es einfach zu sehr nach Blaustein aus. Das möchte ich halt auch nicht. Das sieht dann schon sehr dem einfach nachgebaut aus. Gleiches Farbschema und sonst was. Also das würde ich dann doch lassen. Dann schreibt der liebe Buttermaker auch noch. Auch vielen Dank natürlich für die 1500 Abonnenten. Wie immer, alle haben natürlich auch frohe Ostern gewünscht. Da bin ich natürlich jetzt etwas spät dran. Okay, auch jedenfalls dir vielen Dank. Dann Henrik Pedersen hat auch noch geschrieben. Ja, es stimmt schon. Also wenn man es wirklich so bunt bauen würde mit mehreren Farben, mit Dark Orange, Medium Nougat und sonst was, es würde sich schon unterscheiden, was man sonst so an Burgen auf dem Markt sieht. Das stimmt in jedem Fall, aber wie gesagt, es ist halt doch etwas zu unruhig. Was ich gut auch an seinem Vorschlag finde, ist, dass man ja auch noch die alten Light Gray und Dark Grays einbinden könnte. Ich habe jetzt keine solchen Steine. Ich habe, glaube ich, nur 2x6er Blades in Dark Gray irgendwo rumfahren. Aber ich werde mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob alternativen Hersteller das anbieten. Müsste ich mal schauen. Ansonsten werde ich wahrscheinlich, wenn ich mal Bricklink-Bestellungen wieder mal einfach mal immer mal gucken, ob es da was gibt, um das ab und zu einfach mal ein bisschen einfließen zu lassen. Ich glaube, das könnte recht gut wirken, wenn man diese alten Farben auch noch vereinzelt mit einbaut, weil wahrscheinlich werden die auch etwas teurer sein. Aber da muss ich mich auch erstmal noch ein bisschen umschauen. In jedem Fall wird es aber natürlich nicht in Masse eingefügt werden können. Dann
Josiah Schell schreibt, dass früher aber die Burgen auch verputzt waren. Ja, es gibt natürlich sehr viele Burgen, die früher auch verputzt waren. Ich habe jetzt allerdings bisher nichts gelesen bei dieser Burg, ob da irgendwas verputzt war oder vielleicht weiß man es heute auch gar nicht mehr. Selbst auf den alten Darstellungen sieht es halt immer nach Mauerwerk aus. Also ich glaube nicht, dass die verputzt war. Und wenn sie verputzt wäre, wäre es auch relativ einfach langweilig. Dann könnte man einfach mit Bricks hochbauen. Aber gut, wieder was anderes. Don Blech hat geschrieben, mit dem Nougat als Ecksteine wäre möglich. Rest Dark Ten, Grau und Dunkelgrau. Ecksteine, weiß ich noch gar nicht, wie ich die mache. Ich habe auch bewusst mit dem Nougat Dark Ten und Dark Orange rausgesucht, weil man da doch eine vergleichsweise hohe Bandbreite noch an Steinen hat, die man zur Verfügung hat. Also sei es an Slopes, an größeren Steinen, kleineren Steinen, Blades, alles mögliche halt. Weil ich brauche ja auch eine gewisse, ja, Bandbreite an Steinen, weil es bringt mir nichts, wenn ich eine schöne Farbe ja raussuche, wie es gibt ja zum Beispiel auch Sand Red, aber wenn man da halt nur zwei Teile von bekommt. Dann hat hier Christian Reiter geschrieben, mehr Dark Grey, weniger Round Blades, Farbschema ähnlich wie bei dem Lion's Castle, von Sleepless Knight, Textur von Fortress of Falkenhold. Ich habe die beiden auch mir mal angeschaut, ich kann die natürlich schon. Zum einen haben wir hier die Burg von Sleepless Knight. Ich bin jetzt hier einfach mal auf der Seite von Ladbrokes, wo man das Set ja auch kaufen kann. Und man sieht halt hier schon, es ist wirklich eine sehr dunkle Burg, eine Dark Bluish Grey Burg. Also hier sieht man es auch sehr schön, das ist sehr dunkel mit Dark Ten. Aber dadurch, dass mein Fels halt Dark Ten, Dark Bluish Grey sein wird, passt es halt nicht. Das wäre dann alles Ton in Ton. Das würde ich nicht gern so machen. Und die andere Burg, die er erwähnt hat, ist. Hat auch hier von Harris Briggs hat eine eigene Seite, die werde ich natürlich auch mal verlinken. Das sieht man es auch, das ist schon recht ähnlich. Also hier sieht man es recht gut, wie ich es auch gebaut habe. Halt, na gut, eigentlich doch nicht. Er hat sehr viele Bricks verwendet, auch die Masonry Bricks und dann halt auch wieder Blades drin. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, mir ist es irgendwie zu Ton in Ton. Es ist zu langweilig, finde ich. Klar, es ist schön strukturiert, es sieht sehr ordentlich halt aus. Aber ich finde, das passt nicht zu meiner Burg, weil die doch halt einfach, wenn man sich das Originalbild nochmal anschaut, da ist viel mehr Leben drin, viel mehr Abwechslung drin. Das ist halt nicht so ordentlich und das sind unterschiedliche Farben halt einfach vorhanden und diese Farbigkeit möchte ich doch halt irgendwie auch wieder abbilden. So, was haben wir denn noch? Die meisten Kommentare anschließen. Etwas viele, einmal eins Round Blades. Ja, ich werde euch am Schluss das ja nochmal zeigen. Bastis bunte Welt gefällt die obere Version besser. Das war die ohne Medium Nougat und ohne Dark Tan, wenn ich mich jetzt erinnere. Okay. Nur mit Tan, also Dark Tan wahrscheinlich gemeint. Auch besser. Ja, auch hier wieder Strafarbeit natürlich und verputzt. Da habe ich ja eben schon was dazu gesagt. Dann A Little World of Bricks. Vielen Dank auch wieder für deine lieben Worte und dass du ja auch so fleißig kommentierst. Und genau, ich möchte es, wie ich es heute schon mehrfach angesprochen habe, so realistisch wie möglich erbauen. Deswegen auch versuche ich ja auch eure ganzen Kommentare nochmal einfließen zu lassen, damit wir ja auch möglichst gemeinsam nah an das rankommen. Dann hat Rick Rock City auch noch geschrieben, könnte sich auch gut vorstellen mit den anderen Farben. Wenn ich die ganzen Burgmauern in dieser Form mache, könnte es sehr unruhig wirken. Habe ich ehrlich gesagt auch mal die Befürchtung gehabt, aber als ich das fertige Stück so in der Hand habe, habe ich gedacht, okay, eigentlich geht es doch. Klar, man müsste mal sehen, wenn man ja wirklich komplette Burg hat, aber ich glaube, es könnte eigentlich gehen. Ich glaube, es wirkt gar nicht so unruhig, wie man das vermutet. Gerade wenn du außenrum ja dann auch noch viel hast, wenn da noch der Wehrgang drauf ist, noch Dach drauf ist, Berg und sonst was. Ich glaube, das bringt dann sogar einen recht guten Kontrast und ich glaube, das fügt sich wahrscheinlich gut an. In der alten Variante, die alte Variante kann ich einfach nicht machen, weil das war ja Fantasieburg und so weit möchte ich dann doch nicht gehen, dass ich das jetzt hier so umstelle. Ja. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein zu euren Kommentaren. Ich habe mich jetzt dann mal dran gesetzt, habe versucht, so ein bisschen eure Kommentare einzuarbeiten und habe jetzt hier erstmal einen digitalen Entwurf gemacht. Machen wir den noch ein bisschen größer. Und wie ihr sehen könnt, ich habe halt versucht, jetzt Hauptfarbe Light Bluish Grey, Dark Tan Akzente und Dark Bluish Grey Akzente und ganz wenige Akzente halt eben in diesem Medium Nougat. Die Ingots sind natürlich immer noch drin. Ich habe auch versucht, deutlich weniger Round Blades zu machen. Also das war jetzt so mal der erste
digitale Entwurf und den habe ich dann auch gebaut. Und ich würde sagen, für den Schluss gehen wir jetzt doch auch an den Bautisch und dann zeige ich euch doch nochmal das reale Modell. Und hier bin ich jetzt auch schon wieder vom Bautisch. Hier sehen wir die Mauer, wie ich sie am ersten Entwurf hatte. Und hier sehen wir eben auch noch den realen Bau der zweiten Burgmauer. Oder der Innenseite. Sieht jetzt so aus. Ich weiß nicht, irgendwie, wie ich das auch so gegenüber halte. Bin mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Welche Mauer findet ihr denn besser? Und ich war ja ein bisschen fleißig. Ich habe gleich nochmal diese Mauer gebaut. Wenn man sich das jetzt so gegenüber hält, ich weiß nicht, irgendwie. Ich muss sagen, mir gefällt das obere doch besser. Das unten hat irgendwie jetzt so ein bisschen was Minecraft-mäßiges. Aber vielleicht habt ihr ja auch nochmal Ideen, Vorschläge, wie man es dann jetzt doch nochmal verändern könnte. Ansonsten würde ich nämlich sagen, ich will wahrscheinlich echt beim oberen bleiben. Aber schreibt mir gerne, was ihr davon haltet, wie ihr das seht. Auch schreibt mir mal gerne, ob ihr das Video jetzt heute so okay fandet, dass ich also wirklich mal in dem Video auf eure Kommentare eingegangen bin oder ob ihr das doch lieber haben möchtet. Ja, spart ihr das und schreibt einfach immer ein paar Zeilen dazu. Also kommentiert das auch gerne mal, was ihr da lieber haben möchtet. Und dann sage ich einfach mal, gehabt euch wohl, edle Ritter des Steins. Bis zum nächsten Mal.